Die beste Band der Welt.
ist eine gewidmet, die uns nicht leiden können. Es soll ja immer noch solche Leute geben, ich kann es nicht verstehen. Ohne die. Thank you.
Ihr fragt euch sicherlich, jetzt wozu die nicht mehr brennt. Wir haben das jetzt 2 Tage aufmerksam mitverfolgt. Zuni brennt nicht mehr, das blinkt nicht mal. Was kann man denn da eigentlich machen, so abends alleine mit seiner Freundin zu Hause? Ganz so direkt wollten wir es nicht sagen. Okay, es gibt da, ist auch mal in Deutschland mal ein Gesellschaftsspiel, oder? Und dazu braucht man! Dazu braucht man ungefähr so 20, 30 Meter Tau, also so Seil, Schnurstrippe. Gegenseitig, dass das ungefähr so aussieht. In Deutschland hat das Spiel auch schon einen Namen. Und zwar heißt es Yeah.
So muss das ja eigentlich auch sein bei einem Konzert. Okay, wir waren gestern Abend noch ein bisschen unterwegs. Wir Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Klöpfli? Ja, wir kennen es. Wer kann ich genau erklären, dass man das alles sieht, wenn man genug davon geschluckt hat? Sobald wir rund haben, wir kleine Jungs. Spielte er bis zur Ekstase und die Brille trug er immer.
Die Entscheidung war relativ leicht.
für böse Menschen. Thank you.
Ihr kennt die Kicks, oder? Oder? Ja. Ja, komm mal an, mach doch einfach mal große Hit. Oder? Yeah.
Das ist der Club der Leute, die mehr Geld haben als wir, die noch mehr Geld haben. Die fahren riesige Autos. Hinten drauf haben sie Aufkleber, der Insel Sylt. Und sie sind einfach unglaublich. Das ist der riesige Club der Arschlöcher. Weil es davon so viele gibt, haben wir einfach den Club der hinterhältigen Schweine gebildet, die sich zur Aufgabe, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Club der Arschlöcher aufzulösen. Und unser erster Angriff ist ein Lied auf unserer neuen Platte. Übrigens, das ist nicht unser weiterer. Und dieses Lied heißt Wichserland. Thank you.
Was ist das?
der wiegt ungefähr so viel wie wir drei zusammen. Ich bin nicht von Elke. Elke ist ein Marathon gegen den. Und dieser Mensch ist Brillenträger. Und außerdem ist er noch Bundeskanzler bei uns. Und wir haben ein besonders gutes Verhältnis zu ihm, weil er ist Ehrenmitglied der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Und die brauchen ja fast jede Platte von uns. Und weil er so fröhlich regiert, dachten wir, na gut, lass ihn in Ruhe als Ehrenfelser. Und zwar hat er eine Frau geheiratet, die wir jahrelang heimlich verehrt haben. Wir reden von Annelore Kohl. Jetzt wollten wir ihn vergiften. Dann wollten wir ihn erschießen. Aber wir haben es zu ihm eingeführt. Darum haben wir uns gedacht, wir rächen uns noch viel brutaler. Wir haben ein Lied für ihn gemacht. Das ist ja nicht, das ist ja auch gar nicht so viel, aber das Lied ist ja in A-Dur. Wisst ihr, was das heißt? Ein Lied in A-Dur heißt Ksch. Das ist nämlich das Schönste der Laune. Lieder in A-Dur. Bietet euch von Lieder in A-Dur.
das ist wohl normal. Okay, weiter zum Nachschlag. Wir wollen euer Karma. Wisst ihr, was das ist, Karma? Gebt uns euer Karma. Das ist ein ganz flüssig Das ist aber was anderes. Okay, seid ihr bereit für unsere Botschaft der Liebe? Dann holt euer Feuerzeug raus, zum Zeichen, dass eure Herzen in Flammen stehen. Gott lebt euch in Acht. So viele Lichtrohre jetzt hier nicht. Bruder, bist du soweit? Bruder, sei mit Schwester bin da bin. Bist du uns noch wieder?
Gutes tun? Mit aller Haut, es gab so ein Mädchen. Sie war bekannt dafür, stets empfänglich zu sein. Für diverse leckerliche Geschenke von Hunden. Für etwas längere Geschenke von Pferden. Aber nein, das ist alles erfunden, das ist Lüge. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Ja, ja. Die Wahrheit ist Polizei für die ungefährliche Schrift. Hat gesagt, Claudia. Komm mal bitte her. Claudia kam her. Sie hat sich auf sie gestürzt und hat ihr gezeigt, wo der Hammer hängt. Das sind wir nicht, die nach außen hin immer schön einen auf Brav. Aber dann wäre er. Okay, und Claudia ist auf den Geschmack gekommen, was uns 70-Jährige dort voran noch alles vermag. Und darum gibt es jetzt extra für euch Reutlinger. Übrigens eine prima amerikanische Stadt. Doch, das ist das. Ach so. Was holt uns? Es geht jetzt in die ultimative deutsche Rockhymne, welche heißt Die Wahrheit. Teil 3. Das letzte. Mit dem Untertitel Nackt im Wind gegen Apartheid, gegen Atomkraftwerke. Das führen wir und der Hülle für Gegner. Und die Hauptsache schon gesagt werden. Okay, weil ihr das in meinem Taschen seid, können wir das besser mal einen Takt tun. Claudia,
Quasi. Okay, also ganz kurz, ich bin jetzt unser letztes Lied, aber vorher wollte ich euch noch was erklären. Was wir gerne auf die Bühne geworfen kriegen, ist das. Das ist ein BH. Was wir nicht gerne auf die Bühne geworfen kriegen, verdammt nochmal. Das sind stinkende, gebrauchte, benutzte Schuhe. Schuhe. Was sind sie denn? Sind sie Schuhhänger oder wie? Nein, sind sie nicht. Will jemand Schuhe kaufen nach dem Konzert? Okay. Und wenn das nächste Mal eine Band hierher kommt, ja? Dann kauft ihr ganz viele BHs, die Schuhe lasst ihr an den Füßen und die BHs lasst ihr auf die Bühne. Mit schönen Grüßen von den Und schönen Grüßen von dir! Wer bist du? Wie heißt die beste Band der Welt mit Vornamen? Ha, 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 ha. Ihr habt das gar nicht bemerkt. Wir sind gar nicht die Ärzte. Wir sind nur ein Vertretung hier. Wir! Das ist Aaron. Das ist Thomas und ich bin Stefan von der Münchner Freiheit. Und jetzt machen wir endlich mal gute Musik. Was wollt ihr hören? Wir spielen ein, was er löst nichts.